Ja, heute geht es um eine Wildobsthecke, eine wilde Hecke könnte man sagen. Und zwar sind das die Gehölze, die hier am Rand des Grundstücks stehen. Da ist so ein Zaun und den wollen wir verdecken. Und hier wird in den nächsten Jahren eine richtig dichte Hecke entstehen. Jetzt könnte man natürlich einfach immer grüne Gehölze pflanzen, aber das ist natürlich langweilig. Wir wollen nämlich was für unsere Gartenmitbewohner, die Vögel und alle anderen Insekten, die den Garten besuchen, anbieten. Und deswegen haben wir hier verschiedene Wildobstgehölze uns ausgesucht. Hier haben wir eine Haselnuss, das ist die Hallersche Riesennuss. Jetzt im Februar sieht man hier die schönen, langen, männlichen Blüten. Und jetzt kommt mal weiter, hier ist ein Holunder. Das ist dieses Holz. Ich kann euch jetzt im Winter natürlich nur das Holz zeigen. Das ist aber ein Holunder, der weiße Beeren hervorbringt. Also was ganz Interessantes. Nicht nur weiße Blüten, sondern auch weiße Beeren. Ja, und hier ist direkt etwas, was blüht. Also auch schon Mitte Februar blüht das hier. Das ist Cornus mars, die Kornellkirsche. Und diese kleinen gelben Blüten gehören mit zur ersten Bienenweide, wo die Bienen sich drüber freuen. Das ist das Erste, was präsentiert wird. Später im Jahr entstehen hier auch rote Früchte, wo sich die Vögel drüber freuen. Kornellkirsche. Hier hinten, ich biege mal hier so einen Ast runter. Da könnt ihr jetzt natürlich auch nur die Knospen sehen. Das ist eine Felsenbirne, Amelanchier. Ein ganz tolles Gehölz, was eine schöne Herbstfärbung macht und auch kleine Früchte bringt. Noch eine Kornellkirsche. Und hier, da steht wieder ein Holunder. Das ist aber ein anderer Holunder, der macht ganz große Beeren. Eine besondere Sorte ist das. Und hier ist auch der Grund, warum wir jetzt hier im Februar uns drum kümmern. Wir wollen nämlich unsere Wildobstecke ein bisschen auslichten und kürzen. Die Sachen oder die Zweige, die hier in den Gang reinragen, die werden jetzt erstmal tief abgeschnitten. Das wäre der hier. Den nehmen wir auch weg. Das kann man noch alles mit der Gartenschere machen. Den nehmen wir auch noch weg. Im Prinzip könnt ihr so eine Hecke natürlich auch in der Höhe niedrig halten, wenn ihr wollt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sie nach oben wachsen zu lassen, kein Problem. Dann ist es natürlich zudem ein Sichtschutz. Man täuscht sich da oft. Man denkt, für einen Sichtschutz braucht man immer grüne Gehölze. Aber das ist eher so ein psychologisches Gefühl. Wenn man Sträucher irgendwo stehen hat, selbst im Winter, wenn sie unbelaubt sind, ist das so ein psychologischer Schutz. Also das funktioniert wunderbar. Und dann ist es natürlich viel schöner, wenn man viele verschiedene kombiniert. Ja, jetzt kommen wir hier hinten zu einem ganz besonderen Fall. Das muss ich euch mal zeigen. Das ist eine Prunus cerasifera, eine Blutpflaume. Die hat so schönes dunkles Laub im Austrieb, schön dunkelrot und macht auch kleine Früchte. Aber hier ist Folgendes passiert. Hier sind so Bändchen schon von der Gartenbesitzerin dran gemacht worden, denn die hat diese Blutpflaume sich mal im Sommer angeguckt. Diese Stämme hier, die hier unten ausgetrieben sind, die gehören zur Unterlage. Das ist nämlich ein veredeltes Gehölz gewesen. Ihr müsst wissen, dass Gehölze oft aus zwei verschiedenen Pflanzen zusammen veredelt werden. Also die Wurzel ist dann von einer sehr widerstandsfähigen, wüchsigen Sorte und obendrauf veredelt, also gefropft, wird die Edelsorte, das ist jetzt diese hier, die dann schön blüht oder tolle Früchte macht. Jetzt kann es aber passieren, dass diese Unterlage, also die untere Sorte, auf einmal durchtreibt. Das will man aber gar nicht, weil dann nachher die Edelsorte verschwindet und alles nur noch aus dieser Ursprungssorte besteht. Wir müssen also jetzt diese Stämme, die hier markiert worden sind, entfernen. Die Bändchen, die sind im Sommer dran gemacht worden. Da konnte man nämlich genau sehen, dass das ein völlig anderes Laub war von dieser Wildform, die dann unten als Veredelung, als Unterlage dient. Okay, das sind lange Apparate. Ich werde die in zwei Etagen schneiden. Und jetzt komme ich hier mal mit Schwung raus. Ja, der hat sich da verhakt. Da muss ich noch mal ran. Den Stamm, den setzen wir jetzt hier ganz unten. Wow, dicker Apparat.
Man sieht übrigens auch hier diese, muss ich euch mal zeigen, guckt euch mal diese Dornen hier an. Da, diese Dornen, da kann man sich auch direkt pieksen. Das hat nämlich auch nur die Unterlagensorte. Also so könnte man sie auch im Winter unterscheiden. Aber man spürt es auch. Okay. Der hier. Achtung! Baum fällt. Jetzt habt ihr gesehen, dass das ganz schön dicke Apparate geworden sind, also die Austriebe der Unterlage. Man sollte, wenn man sowas pflanzt, sehr früh ein Auge darauf haben, was da aus dem Boden austreibt und das schon in einem jüngeren Stadium zurückschneiden, damit man dann diese Aktion nicht machen muss. Aber jetzt wird Folgendes passieren. Aus diesen abgeschnittenen Teilen wird natürlich wieder neuer Austrieb erfolgen. Den muss man dann immer wieder kappen, damit die Edelsorte oben erhalten bleibt und weiter den Hauptbaum darstellt. Okay, das war unsere Blutpflaume. Ja, und jetzt kommen wir hier zum Ende dieser Hecke. Hier ist noch ein interessantes Gehölz, und zwar ist das eine Ölweide, Eleagnus. Und Ölweiden sind auch wunderbar von der ökologischen Sicht her, denn sie bieten einerseits tolle Blüten für Insekten und sie bieten auch Früchte für Vögel. Hier würde mich jetzt nur dieser Ast hier stören, der auch in den Weg reinragt. Man würde den jetzt eigentlich hier kappen, aber wenn ihr mal mitkommt, wir haben hier typisches Phänomen, dass wenn Gehölze ihre Äste kreuzen und so aneinander reiben, das ist nicht gut. Da wird mit der Zeit die Rinde verletzt und dann entstehen hier Eintrittspforten für Krankheiten. Deswegen, da wir uns eh von diesem Ast trennen wollen, gehen wir viel tiefer und sägen den hier unten ab. Und damit haben wir unserer Wildobsthecke erstmal einen kleinen Rückschnitt verpasst. Natürlich ist es so ein bisschen Gusto des Gärtners, wie viel er zurückschneidet. Aber eigentlich soll die Hecke ja von Natur aus ineinander wachsen. So wie etwa ein schöner Wegesrand, wenn man wandern geht, wo verschiedene Gehölze nebeneinander stehen und mit der Zeit ein Dickicht bilden. Und genau das ist das, was die Gartenvögel haben wollen, um da zu brüten und auch ihr Futter zu finden. Also, wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Lust habt, eurem Grundstück mal eine Hecke zu pflanzen oder ihr müsst eine pflanzen, denkt doch mal über eine Wildobsthecke nach. Es muss nicht immer die immergrüne Thuja-Hecke oder ähnliches sein, sondern man kann auch mit einheimischen Gehölzen nachher ein wunderbares, blickdichtes Arrangement schaffen, was auch noch der Natur etwas bietet. Abonniert unseren Kanal, da gibt es jede Woche neue Videos. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ciao!